So, und jetzt ist es genau 13 Uhr bzw. 13.03 Uhr und das bedeutet, dass nun die Schalte zur Bundeskanzlerin steht, meine Damen und Herren, die ich ganz herzlich auf diesem ersten voll digitalen Digitalgipfel begrüßen darf. Die Bundeskanzlerin startet nun gemeinsam mit uns einen virtuellen Rundgang durch drei besonders innovative Beispiele zum Thema digital nachhaltiger Leben. Und wir starten mit dem smarten Quartier Jena-Lobeda, einer Blaupause für nachhaltige Städte und Regionen. Ich wünsche viel Freude und Erkenntnisgewinn. Ja, hallo. Erstmal will ich mal checken, hören Sie mich? Ja. Frau Bundeskanzlerin, wir hören Sie. Ja. Es ist mir Jena-Lobeda, ne? So hieß es jedenfalls in der DDR. So heißt es auch heute noch. Gut, dann bin ich beruhigt. Ja, Frau Bundeskanzlerin. Erzählen Sie mir mal was. Ich habe hier so ein kleines Haus vor mir, aber das sagt mir alleine noch nicht so viel. Ja, smartes Quartier in Jena-Lobeda. Sie haben einen dieser Blöcke WBS 70 vor sich stehen. Wir haben hier bei uns drei davon, so wie sie im Original. Mit Küchendurchreiche oder wie? Auch. Ja, genau. Es sind nicht so abgeklebt wie bei Ihnen in der Front. Hier haben wir drei davon stehen, so wie sie im Original bei uns in Jena-Lobeda stehen. Und da verwirklichen wir im Prinzip den Schulterschluss, die Fusion von Digitalisierung und Alltag. Wir richten das Augenmerk auf den Kernbereich des menschlichen Lebens, auf das Wohnen. Und unsere Stadtwerkefamilie kümmert sich um die intelligente Vernetzung aller denkbaren Services um das Wohnen herum. Für die Menschen, insbesondere auch für ältere Menschen, dass sie möglichst lange in ihrer Wohnung wohnen bleiben können, selbstbestimmt. Und das Ganze ist nicht nur, damit es in den Nachhaltigkeitsgipfel auch passt, nachhaltig, sondern es ist nur denkbar, so zu machen, weil es nachhaltig ist. Da kann Ihnen Herr Schonowski zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten auch die Einordnung in die Nachhaltigkeitsziele kurz geben. Und dann führe ich Sie in das Exponat selbst sehr gerne genauer ein. Ja, also nur eine Nachfrage jetzt. Wie weit sind Sie da schon in der Umsetzung? Ist das schon in allen Wohnblocks oder ist das noch in einem Teil nur? Das wird im Frühjahr bezogen werden von den ersten Mietern und dann sukzessive in den nächsten Wochen und Monaten voll durchbelegt. Die Blöcke, diese WBS 70 Blöcke, wie Sie einen vor sich haben, sind komplett entkernt worden, von Grund auf umgebaut worden, weil es am Ende nicht nur darum geht, ein Tablet an die Wand zu machen, sondern dieses Tablet und die Technologie dahinter auch mit der Infrastruktur in den Wohnungen so zu vernetzen, dass es funktioniert. Das wird im März dann tatsächlich losgehen mit den ersten Mietern. Alle Blöcke in Jena-Lobeda Schritt für Schritt machen oder nur ausgewählte? Nun, wir fangen mit dreien an, die direkt nebeneinander stehen. Das sind 270 Wohneinheiten, um die es da zunächst geht. Aber es ist skalierbar. Das ganze Projekt ist so angelegt, dass mit den Erfahrungen, die man hier sammelt, man das auch überall sonst, wir haben ja mehrere tausend dieser Wohnblöcke allein in den neuen Bundesländern, man kann das ausrollen, auch in die Fläche. Man kann es sogar, wenn man es als Baukastensystem versteht, ich komme dann noch zu den einzelnen Bestandteilen, auch in den ländlichen Raum ausdehnen. Auch da ist es denkbar und dann ist Wohnen der Zukunft quasi hier als Modell vorgelebt. Und dann, also die Leute ziehen alle aus, bleibt der Grundriss der Wohnung erhalten oder? Die Grundrisse sind im Kern geblieben, aber alles, was an Technologie dann reinkommt, soll jetzt nicht so flashy, Raumschiff Enterprise-mäßig sein, sondern eher zurückgenommen, intuitiv erfassbar und quasi nützlich, leicht nutzbar so sein, dass es auch für ältere Menschen intuitiv erfassbar ist, dass sie das nutzen können. Sehr gut. Okay. Herr Schonowski. Ja, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, zentraler Punkt für die Städte und Kommunen von heute ist ja, dass sie sich auf verschiedene Themen einlassen müssen und Herausforderungen stellen müssen, wie Klimawandel, wie aber natürlich den demografischen Wandel, Verkehrswende und so weiter. Und die Digitalisierung, das hat sich jetzt gerade in der Krise gezeigt, kann hier ein großer Helfer sein. Deshalb haben wir halt auch hier gerade den Punkt, wie können wir ein integriertes, ganzheitliches Konzept schaffen? Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Gleichzeitig muss es aber auch noch das Nachhaltigkeitsdreieck erfüllen. Das heißt, es muss auch ökonomisch zum Beispiel auch bezahlbar sein. Und was wir hier auch gemacht haben, was ganz wichtig ist, ist, dass wir auch auf die Nachhaltigkeitsziele eingegangen sind. Vielleicht haben Sie beim Einphasen gesehen und auch auf den Wohnblocks sind Nachhaltigkeitsziele auf den Wohnblocks
Wohnblock vor Ihnen abgebildet. In diesem Quartier werden wir versuchen, 9 Stück davon umzusetzen. Das heißt, wir haben ja eigentlich ein zirkuläres Quartier, ich könnte jetzt sagen mal 1.0, das eben als so eine Blaupause auch für eine völlig neue Logik, nämlich eine Kreislaufökonomie und Kreislaufwirtschaft eigentlich stehen soll. Und das Schöne ist, dass die Stadtwerke, die das hier lokal umsetzen, dies auch ganz zentral in ihren Aspekt genommen haben. Und wir auch hier zum Beispiel vor Ihnen dieses Exponat, was Sie sehen, das hatten wir letztes Jahr auch schon auf dem letztjährigen Digitalgipfel. Auch das haben wir wiederverwendet und werden es hier in Jena weiterverwenden. Da hat sich die Fokusgruppe wirklich auch dafür eingesetzt, hier auch an, im Thema Nachhaltigkeit, Kreislauflogik etwas, ein Denkmal quasi zu setzen. Sehr gut. So, und jetzt erzählen Sie mir noch ein bisschen, was genau da ist in so einer Wohnung. Ja, also wir haben die verschiedensten, ich hatte es gesagt, die verschiedensten Services rund um das Wohnen hier integriert. Selbstverständlich Energieversorgung, das erfolgt nachhaltig, dezentrale Warmwasseraufbereitung, Raumluftsensoren für intelligente Heizung, sowas ist natürlich drin. Dann wird die Wohnung quasi zur Mobilitätszentrale. Man hat Zugriff auf Staudaten, parallel dazu aber auch auf Nahverkehrsdaten und kann sich entscheiden, auf welchem Weg will ich denn in die Stadt. Es werden Services rund um das Wohnen angeboten, Lieferdienste, Postzustellungen, das alles digital organisiert. Und das uns vielleicht Wichtigste ist aber, dass wir den Schritt gehen, auch in die Telemedizin, Quartierstelemedizin anzubieten, dass in einem Raum Ärzte, Fachärzte virtuell zugeschaltet werden können für die Bewohner. Das Ganze findet hier in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum statt. Da können auch Pflegedienste direkt ins Wohnumfeld reingebracht werden. Und das alles vernetzt auf einer Plattform, mit der das quasi auf einen Fingertipp alles zur Verfügung steht den Bewohnern. Okay, das ist interessant. Und was habe ich dann zum Beispiel an, so gibt es dann einen Smart Meter in meiner Wohnung, mit dem ich dann auch weiß, wann ich meine Waschmaschine anstelle, wenn der Strom am billigsten ist oder sowas? Das ist im Prinzip wie Smart-Home-Anwendungen, man sich, sich im Kleinen schon vorstellt, auf dem Handy vielleicht einzeln schon nutzt, nur eben hier integriert, alles auf einer Plattform greifbar. Das Ganze ich habe auch noch gehört, dass man dann auch so Carsharing ist mit enthalten, dass ich, wenn ich einen Rollstuhl brauche oder so für Seniorinnen oder Senioren, dass man sowas auch sich mieten kann. Ja. Dann. Im Mobilitätssegment natürlich Carsharing, Bikesharing, wer das möchte, aber eben auch Rollstuhlsharing. Man muss nicht jeder im Treppenhaus, das ist ja oft ein Problem, den Rollstuhl stehen haben, sondern man kann sich da reinteilen und es ist auch anschlussfähig für die weitere Zukunft. Stichwort autonomes Fahren, Stichwort wenn 5G anliegt, auch da haben wir ein Projekt laufen hier in Jena, dass dann vielleicht irgendwann auch der Rollstuhl autonom zur Tür gefahren kommt, erst dann, wenn ich ihn brauche. Also das ist anschlussfähig auch für die weitere Zukunft. Und Kühlschränke, Herde, kann man mit denen sprechen oder führen die automatisch ein Inhaltsbuch oder was? Also ob ich mit denen verbal kommuniziere, das habe ich jetzt selbst noch nicht ausprobiert. Ich nehme mal an, das wird über die Plattform dann eher auf Knopfdruck auch funktionieren. Diese Plattform, wo, die ist dann an einer Stelle, wenn ich in die Wohnung reinkomme oder genau, es gibt ein Tablet. Ein Tablet, auf dem das alles gebündelt verfügbar ist. Mir ist noch wichtig zu betonen, dass das Ganze sich hier in einem nachhaltigen Kontext auch insofern abspielt. Sie haben das Modell vor sich stehen, das wir wiederverwendet haben. Auch die Originale, die dann im realen Leben stehen, sind rund erneuert, die Wohnblöcke. Und das macht es möglich, das Ganze eben nicht im Premium-Segment des Wohnungsmarkts anzubieten, sondern in der Breite. Das ist sehr wichtig, ja. Genau, zu Kosten, die erschwinglich sind. Die Hälfte der Wohnungen in diesen 3 Blöcken werden sozialer Wohnungsbau sein. Insofern kann man das tatsächlich auch als sozialpolitische Maßnahme verstehen und gerne in die Breite ausrollen, wenn das Modell hier Schule macht. Und letzte Frage noch, wie gehen die Leute, die dann in diesen Wohnungen wohnen werden, damit um? Es gibt einen Run auf diese Wohnungen oder gibt es Zurückhaltung? Werden die ein bisschen geschult oder? Das Ganze läuft hier in der Regie einer unserer Stadtwerke Töchter, der Jena Wohnen, die etwa ein Viertel des Wohnungsbestandes in Jena betreuen. Und die haben schon die Mieter, die vorher drin waren, quasi in ihrem Kundenstamm. Die mussten jetzt ausziehen, kommen dann, wenn sie wünschen, wieder zurück in die Wohnungen. Insofern ist das alles auch in der Stadtwerkefamilie hier abgebildet. Wenn Sie sich das übrigens vor Ort mal anschauen wollen, wie sich das entwickelt, sehr, sehr gerne und herzliche Einladung. Ja, das kann bei Gelegenheit passieren, aber jetzt im Augenblick, ich wäre ja gerne nach Jena gekommen, muss ich Sie aus der Ferne grüßen, aber Dankeschön, die Projektpräsentation war nicht schlechter, als wenn ich vor Ort gewesen wäre. Danke und viel Erfolg mit Ihrem Projekt. Tschüss. 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 Ja, vielen Dank nach Jena für die Führung durch das Projekt Jena Lobeda.